Dadurch, dass jetzt eine Woche mal ausgefallen ist und ich letzte Woche eigentlich schon das Neue in der Sammlung vorhatte, sind jetzt noch ein paar Spiele eingetrudelt und dadurch kann ich euch jetzt einmal Blu-rays zeigen, ich kann euch ein PlayStation 5 Spiel zeigen, ich kann euch PlayStation 1 Spiel zeigen. Ich habe mal wieder ein komplettes Franchise für die grüne Konsole, beziehungsweise für die Konsole im grünen Lager und auch sonst noch ein paar Spiele und was das alles ist, warum ich mir das gekauft habe, weil ich es kann, sage ich euch noch im Intro. Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Kevin, aka Pronom2k und ich zeige euch jetzt die Ausbeute meiner neu in der Sammlung Zugänge oder irgendwie so. Andere Leute würden sagen, ich zeige euch meine Pickups der letzten 5 bis 6 Wochen. Ich glaube, 5 Wochen sind es mit dabei. Wie gesagt, Blu-ray-Sammlungen, also Blu-ray-Collections. Ein PlayStation 5 Spiel, was eine Spielesammlung vervollständigt, beziehungsweise ein Franchise quasi, nee, ein Spiel fehlt mir noch, aber fast vervollständigt. Eine komplette Franchise-Reihe für die grüne Konsole. Ein bisschen was für die Switch, was ihr aber schon im Sammlungsvideo hättet sehen können, wenn ihr das Sammlungsvideo geguckt habt. Und ansonsten habe ich mir wieder was nachgekauft, das ich schon mal wieder verkauft habe, weil und so weiter und so fort. Und da gehen wir jetzt näher drauf ein, wenn ich da zu diesem Punkt komme. Ich springe jetzt erstmal zu dem Teil, der für viele vielleicht am uninteressantesten ist. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ich dran denke und mich bemühe, dann habt ihr bei neuer Sammlung eventuell Timecodes unten in der Videobeschreibung, zumindest unterteilt so nach den Plattformen, für die es interessant ist. Deswegen könnt ihr, wenn ihr wollt, das jetzt überspringen. Aber wir, dann ich, wie sage ich immer wir? Ich bin hier doch alleine. Ich zeige euch jetzt mal zuerst meine kleine Ausbeute an Blu-ray Collections. Bei den Blu-rays habe ich mir, ich weiß gar nicht, bin ich wieder beim großen A am Stöbern gewesen. Und es gibt auch unter anderem in einer großen Sci-Fi-Saga eine fette Box, die man sich kaufen kann, die aber irgendwie knapp 170 Euro kostet und die ich mir irgendwie wegen dem unzähligen Bonusmaterial nicht unbedingt kaufen wollte. Bin dann aber da auch drüber gestolpert, dass es auch 3 Einzelboxen gibt, aber mit denen wollte ich gar nicht anfangen, sondern wir fangen an mit einer Comic-Verfilmung, die weder bei DC noch bei Marvel zu Hause ist, soweit ich weiß, wo aber allesamt coole Filme sind, in einem sehr speziellen Stil. Ich habe mir nämlich, und wahrscheinlich spiegelt das gleich wieder, Sin City 1 und 2 in dieser Sammelbox, sage ich es mal, geholt. Da ist halt der erste Sin City drin, das zweite Sin City Dame to Kill drin und das waren schon, ach, Frank Miller, genau, der hat, glaube ich, auch mal für DC gezeichnet, sicher bin ich mir aber nicht. Basiert, wie gesagt, auf Comics, ist hier mit Jessica Alba, ist mit Bruce Willis, als er noch nicht seine Krankheit hatte und mit vielen anderen namhaften Schauspielern, Mickey Rourke, zu der Zeit war durchaus noch namhaft. Ich denke, viele von euch werden Sin City kennen und die habe ich tatsächlich beide noch nicht in meiner Sammlung gehabt. Ja, ich weiß, man guckt ganz viel Streaming und so, aber bei Blu-rays, bei besonderen Sachen bin ich doch immer noch mal so dabei, dass ich das ins Regal stellen möchte. Dementsprechend habe ich mir hier diese Collection gegönnt. Den Symbolen nach zu urteilen, ist das, glaube ich, keine rein deutsche Variante, aber soll deutsche Sprachausgabe drauf sein, meine ich jeweils gelesen zu haben. Naja, Sin City 1 und 2. Und dann kommen wir auch schon zu dem besagten großen Franchise, wo vielleicht findige Zuhörer, Zuschauer schon ahnen konnten, dass ich von der Skywalker-Saga gesprochen habe, sprich Episode 1 bis 9 von Star Wars. Gibt es halt alle jetzt in der großen Blu-ray-Box. Kostet 170 Euro, zumindest auf Amazon wahrscheinlich. Kann man auch noch mehr Geld für bezahlen. Ich habe da jetzt nicht so beobachtet, was es da so gab. Aber ich habe mich gegen diese Kollektion entschlossen und stattdessen für die 3 Boxen, die jetzt kommen. Nämlich einmal dieses gute Stück. Da haben wir Episode 1, 2 und 3. Also bei mir ist im Kopf Episode 1, 2 und 3 ist immer noch diese mit 3 Teile mit Luke Skywalker. Aber das ist halt die neue Trilogie. Was ich ganz schön fand, was ich so gar nicht gedacht habe, ist, aufgrund der Breite kann man davon ausgehen, dass da 3 verschiedene Blu-rays drin sind. Ich habe es noch nicht ausgepackt, weil das so ein bisschen so ein Sammelregal-Ding ist, weil die kann ich ja tatsächlich momentan noch auf Disney Plus gucken. Wie gesagt, jedenfalls das habe ich mir geholt. Dann logischerweise 4, 5 und 6.
was die ursprüngliche Trilogie ist von 1979 oder 78, wenn der erste rauskam. Wie gesagt, mit Mark Hamill als Luke Skywalker, gab es dann auch noch mal, aber mit Harrison Ford als Han Solo und so weiter und so fort. Die ikonische Trilogie, wie ich sagen würde, mit der das alles begann, mit der es bei mir auch alles begann, in dieser schönen Box. Und natürlich, auch wenn man fast darauf verzichten könnte, aber es durchaus noch unterhaltsame Filme waren, wenn auch nicht mit den alten mithalten, natürlich 7, 8 und 9 in dieser Box. Da haben wir dann die Saga um Rey, glaube ich, heißt sie, mit, wie heißt er? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie der Bösewicht da heißt. Smaug und Imperator und bla und blub. Das haben wir im Regal, sehe das denn so aus. Ich weiß nicht, warum das hier jetzt andersfarbig ist. Das passt tatsächlich nicht so hundertprozentig zusammen. Aber ist vielleicht was, dass man sich so ins Regal stellen kann. Und dann finde ich das schon wieder ganz cool und ganz schick. Und eine so eine Box kostet 25 Euro. Drei Filme, 25 Euro auf Blu-ray. Da kann man nicht meckern. In so eine schöne Box dazu. Deswegen habe ich mir das endlich mal gegönnt, weil ich die Teile. Also 7, 8 und 9 hatte ich noch gar nicht physisch. Und 1 bis 6 habe ich immer noch nur in zwei verschiedenen DVD-Boxen im Regal stehen. Und da muss man ja mal irgendwann upgraden. Bei 4K bin ich noch nicht angekommen. Aber Blu-ray kann man sich mal gönnen. Und wir springen mal kurz zu PlayStation 1. Bei der PlayStation 1 habe ich mir zwei Spiele nochmal nachgekauft, und zwar zwei besondere Spiele. Also besondere Spiele, weil ihr habt ja nun oft genug bei mir hier schon den PlayStation Collectors Club gehört. Und wenn ihr länger dabei seid, habt ihr auch schon mal gehört, dass ich schon mal mit meiner Sammlung gehadert habe und Dinge, von der ich nicht vermeintlich der Meinung war, ich bräuchte sie nicht und würde sie sowieso nie spielen, wieder verkauft habe. Was natürlich bei den PlayStation Collectors Club Editionen besonders bitter ist, weil wenn man da lange mit wartet oder kein Glück hat, wie ich jetzt nochmal, bekommt man sie irgendwann gar nicht wieder. Dementsprechend habe ich mir, auch wenn ich nicht weiß, wann ich da reinschauen werde, aber einfach weil ich wenigstens diese PlayStation Collectors Club Sammlung, die ja stetig weiter wächst, komplett haben möchte, so zumindest in den grundlegenden Formen, habe ich mir Resident Evil 1.5 Battle Colosseum nochmal wieder geholt. Das ist irgendwie so ein separater Spielmodus. Also, das ist tatsächlich nichts, was ich jetzt unbedingt spielen würde. Vielleicht schaue ich da mal irgendwann rein, aber ich habe mich halt einfach geärgert, dass ich das weggegeben habe und dadurch gar nicht mehr im Regal habe und mir zwei Spiele fehlten, die Murat gebastelt hat. Dementsprechend habe ich mir das mal wiedergeholt. Wenn hier mal irgendwie so ein paar Ausgaben zurückgeht, ist das vielleicht maximal ein Jahr her, dass ich das überhaupt hatte. Was ich auch mal hatte und eigentlich in der Big Box sozusagen Collector's Edition war Bubble Bobble 2 für die PlayStation 2. Auch das im PlayStation Collector's Club Variante. Der Verkäufer, der sich davon getrennt hat, mir freundlicherweise noch den Soundtrack dazu gegönnt. Eigentlich war das so eine große Pappbox noch, wo ich glaube noch Sammelfigürchen und sowas in der Art mit drin waren. War schon eine ganz geile Edition. Aber so bin ich schon froh, dass ich die beiden zumindest wieder in der Sammlung habe. Ob ich da den Soundtrack reinhören würde, weiß ich nicht. Aber es ist schön, es zu haben. Und ich weiß, ich habe prinzipiell zumindest alle Spiele, so, von denen ich weiß, die bisher im PlayStation Collectors Club rausgekommen sind. Und dementsprechend sind wir auch schon wieder durch mit PlayStation. Das war kurz und knapp, weil ich die Spiele schon mal in einem anderen Sammlungsvideo eigentlich schon mal gezeigt habe, inzwischen aber wieder verkauft habe, um sie dann jetzt wieder zu kaufen, weil ich jetzt anders zu meiner Sammlung stehe, als ich das zu dem Zeitpunkt tat, als ich mich von einigen Dingen getrennt habe. Zum Glück habe ich außer diesen beiden nichts so Extremes verkauft, was ich jetzt gar nicht mehr rankriegen würde. So doof war ich zum Glück nicht oder so verzweifelt. Aber so habe ich das, bin ich da jetzt auch wieder auf dem aktuellen Stand, was den PlayStation Collectors Club angeht. Auch bei der Switch können wir das relativ knapp abhandeln. Wenn ihr mein Sammlungsvideo gesehen habt mit den Spielen, die ich für die Switch besitze, 28 Stück, obwohl ich hauptsächlich PC-Spieler bin und so heißt das Video, verlinke ich euch gerne mal, glaube ich, da oder da. Ich kann mir das nie merken. Irgendwo in der Ecke verlinke ich euch das, wenn ihr es nicht schon längst gesehen habt. Da habe ich zwei von den drei Spielen hier schon erwähnt. Ich habe nämlich Clonoa Reverie, wie heißt das eigentlich? Fantasy Reverie Series, habe ich im Sammlungsvideo schon drüber gesprochen, wieso, weshalb, warum und warum für die Switch und so weiter. Sind neu aufgemachte 3D oder 2,5D Plattformer, die sogar tatsächlich eine sehr gute Story haben sollen. Und
Ja, die Leute, die es früher gespielt haben, sind wohl nicht so begeistert von dieser Variante. Ich finde es aber hübsch, ich kann es nicht mit dem alten vergleichen und es ist definitiv günstiger, als es in den ursprünglichen Fassungen noch neu zu kaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar Bock auf diese Spiele, aber da ich da keine Nostalgie mit verbinde, wäre es albern für mich, erstens mehr Geld auszugeben und zweitens das für die PlayStation 1 bzw. PlayStation 2 zu kaufen. Deswegen für die Switch. Clone War Fantasy Reverie Series. Auch schon im Sammlungsvideo gezeigt. Mario und Rabbids Sparks of Hope soll besser sein als der Vorgänger. Dieser taktische XCOM-mäßige Verschnitt mit Mario ist ein Exklusivtitel für die Switch. Das ist schon ein Grund zu kaufen und war, glaube ich, im Angebot für 30 Euro. Inzwischen kriegt man das ganz oft schon für 25 Euro. Ich weiß nicht, warum das so viel im Preis gesunken ist und so oft reduziert ist, aber soll doch gar nicht so einfach sein. Habe ich auch schon im Sammlungsvideo drüber gequatscht. Wenn ihr da Näheres drüber wissen wollt, zumindest so weit, wie ich was darüber weiß, gerne ins Sammlungsvideo gucken, habe ich euch ja verlinkt. Auch im Sammlungsvideo erwähnt habe ich, dass ich dass ich drei von vier Spielen aus der Oddworld-Saga habe, die eigentlich mal eine Reihe aus fünf Titeln sein sollte. Da habe ich gesagt, ich habe Abe's Odyssey, ich habe Munch's Odyssey und ich hatte Stranger's Wrath. Und habe dann im Sammlungsvideo gefragt, eigentlich müsste ich mal gucken, ob es Soulstorm, also quasi diese HD-Version, beziehungsweise dieses Remake, nenne ich es mal, von Abe's Exodus, ob es das auch für die Switch gibt. Und siehe da, ich habe im Netz das hier gefunden. Wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, habe ich das damit doppelt. Ist auch gleich wieder irgendwie so eine Special Edition, beziehungsweise wie heißt das? Optimized Edition. Witzigerweise habe ich das dann aufgemacht und habe erstmal gedacht, ja, du hast natürlich eine schöne Hülle, so Standard, mit Modul, mit schicken Sammelkärtchen, nicht? Für die Switch. Ist ehrlich gesagt, ist in diesem Fall sowieso ein Regaltitel, weil ich das auch für die PlayStation 4, glaube ich, habe. Habe mich dann aber gefragt, warum zum Teufel, bzw. habe mich gewundert, warum man da ein Steelbook zupackt. Das ist jetzt zwar so im Steelbook gehandhabt, aber da war ich echt überrascht, weil ich habe einfach nur gedacht, so, das war nicht teuer, ich glaube 40 Euro oder so. Und ich dachte, mit dem Steelbook, ja, schön und gut, benutzt man ja nicht unbedingt, vielleicht gerade nicht bei der Switch, aber wenn man das dann aufmacht, da war ich schon wieder ziemlich begeistert. Das ist nämlich ein Etui, wo ihr die Switch-Cartridges reinpacken könnt. Und das als Dreingabe zu dieser Edition fand ich schon wieder ziemlich geil. Mit dieser schönen Hand hier, hinten mit dem Logo, das ich jetzt nicht genau identifizieren kann. Aber so als Dreingabe, ich bin zwar immer kein großer Freund von diesen Pappkartons, weil Pappe leidet mit der Zeit. Je nachdem, wie man damit umgeht und ob man sich einen Schutzhüll holt, aber prinzipiell fand ich das geil, dass es das erstens überhaupt auch für die Switch gibt, damit ich jetzt quasi alle Teile auf einer Plattform habe. Wisst ihr ja, mag ich ganz gerne, auch wenn ich Soulstorm auch noch für die PlayStation 4 oder 5 geholt habe. Ich weiß es gar nicht, ich glaube 4, weil es upgradebar ist. Ja, und war relativ günstig. Hier steht irgendwas von Internet-Download. Ist denn aber in meinem Fall tatsächlich auch nicht so wichtig, weil ich weiß nicht, ob ich das Spiel jetzt runterladen muss oder ob ich ein DLC runterladen muss oder wie oder was oder nur zusätzliche Daten. Aber da das sowieso so ein Regaltitel, also es ist kein Regaltitel, aber es ist eine Regalversion, einfach damit ich alle für die Switch habe, ist das nicht so schlimm, wenn ich das runterladen müsste. Wir springen. Warum sage ich immer wir? Ich springe zur grünen Konsole. Eigentlich ist sie schwarz, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind bei der Xbox One, respektive der Xbox Series X. Da habe ich 6 Spiele, beziehungsweise genau genommen habe ich 4, 7, 8 Spiele, wenn man es genau nimmt. Aber ich habe nur 2, 4, 6 Hüllen. Ganz komisch, was ich hier so erzähle, ne? Wir fangen mal an mit einer Sammlung, Spielesammlung neu aufgemacht, die ich damals eigentlich schon vorbestellen wollte, weil ich sie nie auf dem PC beendet habe, beziehungsweise selbst den ersten Teil noch nie beendet habe. Aber man immer wieder spielen wollte. Wollte ich dann eigentlich für die PlayStation 4 kaufen? Habe ich nicht getan. Jetzt habe ich gesehen, für die Xbox One ist, glaube ich, aber auch halt upgrade-fähig für die Xbox Series X und S die Mass Effect Legendary Edition. Ich habe damals auf der, Pl nee, auf der PlayStation, nicht auf dem PC, den ersten Teil relativ lange gespielt und relativ gerne. Aber wie ich erwähnt habe, nie beendet. Deswegen hatte ich damals, als angekündigt wurde, schon vor, diese Collection zu kaufen, habe sie aber, da war ich wahrscheinlich auch in einem komischen Mindset, vor die
Habe ich dann abbestellt und danach nie wieder gekauft. Ich habe extra nochmal ins Regal geguckt. Ich habe die Trilogie für die Xbox 360, die herkömmliche. Und damit ist es vielleicht durchaus auch logisch, einfach für die Xbox. Nein, ich hätte es auch für den gleichen Preis für die PlayStation 5 haben können oder PlayStation 4. Aber irgendwie mag ich das gern abwechselnd zu kaufen. Und ich bilde mir immer noch ein, dass die Xbox Series X ein bisschen leistungsfähiger ist. Beziehungsweise ich mag den Controller ein bisschen lieber, beziehungsweise der Controller bei der Xbox hält wesentlich länger. Ich habe nämlich letztens, ich glaube, 6 Stunden lang am Stück gespielt. Das macht der PlayStation 5 Controller so nicht mit und ich habe nur einen. Naja, lange Rede, keinen Sinn. Ich denke, das kennt ihr alle. Soll ja wirklich noch gut überarbeitet worden sein. Und eines schönen Tages, was eine beflügelte Aussage bei mir wird, werde ich zumindest wenigstens Mass Effect 1 erstmal beenden. Und dann, wenn es mich catcht, wahrscheinlich auch die nächsten Teile. Aber momentan bin ich bei einem anderen Spiel dran. Und zwar Star Wars Jedi Survivor. Der Nachfolger des Jedi Fallen Order mit Cal Kestis als Hauptprotagonist. Für mich stand fest, dass ich das früher oder später kaufe. In diesem Fall ist es früher passiert, weil es von, ja, es ist jetzt nicht günstig, aber es ist von, ich glaube, 80, was die hier momentan alle kosten, ziemlich schnell wie auf 60 neu gesunken. Und ja, dann habe ich kurzfristig gedacht, ah, scheiß drauf, du kaufst es dir sowieso. Dann bestellst du es dir jetzt. Ich muss gleich dazu sagen, das Spiel hat 22 GB von der Diskette installiert. Von der Diskette, ja, Opa, genau. 22 GB von der Disk installiert. Ihr könnt euch vorstellen, dass kein heutiges vernünftiges Spiel mit 22 GB auskommt. Und gleichzeitig musste ich noch 106 GB runterladen. Da fragt man sich natürlich, warum kauft man sowas überhaupt physisch. Aber ihr wisst es, fürs Regal. Ich muss mir tatsächlich den ersten Teil, den ich durchgespielt habe. Und da hatte der Akku leider keinen Bock mehr. Dementsprechend weiß ich nicht mehr, wo ich war. Egal, wo ich war, jedenfalls zu diesem Spiel kann ich sagen, es ist definitiv spielenswert. Brauche es noch Patches, um wirklich perfekt zu werden, um besser zu werden? Definitiv, weil da sind einige Grafik-Pop-Ins, Schatten. Ich habe manchmal so, da lief ein Schatten hinter mir und dachte, fliegt über mir irgendwas? Nee, war nix. Also es sind noch einige grafische Schwächen. Es ist bei mir nach 6 Stunden noch nicht abgestürzt, spielt sich eigentlich auch wunderbar. Nur ich spiele auf Padawan, das ist der zweitleichteste, sag ich mal. Es gibt noch Story-Modus und danach kommt Padawan. Da ist es zeitweilig, ja, da kommt dieses Machtgefühl rüber und trotzdem gibt es Gegner, die Attacken haben, die einen instant killen, und das finde ich sehr frustrierend, insbesondere wenn dann die Rücksetzpunkte relativ weit weg sind. Das sind ja diese Meditationspunkte. War ein No-Brainer. Ich habe den ersten Teil durchgespielt. Ich wusste, dass ich diesen Teil kaufen will. Ich werde ihn auch noch weiterspielen. Mal gucken, wann hier so die nächsten Patches kommen. Habe mich für die Xbox-Variante entschieden, weil ich Podcasts gehört habe, wo es auf der PlayStation 5 durchaus Probleme haben soll. Auf dem PC kommt das sehr auf den Prozessor an und der ist bei mir jetzt noch nicht so super toll, dass ich mich in diesem Fall, obwohl ich den ersten Teil für PC habe und dadurch gespielt habe, mich hier für die Xbox-Variante entschieden, in Hoffnung, dass dort am besten läuft. Und jetzt brauche ich dann irgendwann nochmal Jedi Fallen Order als Retail für die Xbox. Aber das hat Zeit. Jedenfalls so viel zu Jedi Survivor. Ist ein tolles Spiel. Bis jetzt ist hübsch, aber hat noch seine Mängelchen, die noch ausgebessert werden müssen und hoffentlich ausgebessert werden. Deswegen, wenn ihr es nicht eilig habt, müsst ihr es nicht sofort kaufen. Habt ihr den Vorteil, dass es vielleicht günstiger wird und schon überarbeitet wurde. Jetzt sofort muss man da nicht zugreifen. Jetzt komme ich zu einem Franchise, das dank remasterter Fassungen komplett auf der letzten Konsolengeneration gespielt werden kann. Die ursprünglichen Fassungen, die ersten Teile, kamen, glaube ich, alle für die Generation PlayStation 3, Xbox 360. Gespielt habe ich drei der vier Teile, den vierten Teil gar nicht, auf dem PC relativ lange, aber ich habe noch keins davon beendet, obwohl ich es schon immer mal wollte. Jeder Teil für sich hat so seine Eigenheiten, dann hat sich immer ein bisschen weiterentwickelt. Der dritte Teil ist so ein bisschen Souls-likeig, je nach auch nach Schwierigkeitsgrad. Und der vierte Teil war dann plötzlich isometrisch. Ich habe für keinen Teil mehr 10 Euro bezahlt, selbst für den neuesten nicht. Und ich gehe das jetzt nicht alles separat durch. Ich habe halt einfach, weil ich es im Regal schon lange haben will, also da habe ich, das beobachte ich echt schon länger. Ich habe immer wieder bei eBay reingestöbert und jetzt habe ich, wie gesagt, jeden Teil für 10 Euro gekriegt, einen sogar neu. Aber einmal Darksiders Remastered, also quasi den ersten. Wir haben Darksiders 2 Definitive Edition. Das sind immer komische Namen. Wir haben Darksiders 3 in der herkömmlichen Edition. Da gibt's halt noch keine
überarbeitete Fassung und wir haben Darksiders Genesis, den vierten Teil. Den vierten Teil, da war ich gar nicht so wild drauf, habe ich bisher noch nicht reingespielt, eben weil es diese isometrische Sicht hat. Aber für einen Zehner jetzt neu ist halt ziemlich schnell im Preis gesunken. Na, was heißt schnell? Gibt's ja glaube ich auch schon ein Weilchen, ich weiß nicht genau wann. Also 1, 2, 3 wollte ich immer haben, weil 2 habe ich eine ganze Weile gespielt, 1 ganze Weile und immer öfter mal 3 habe ich eine Weile gespielt, aber wie gesagt noch keinen beendet, was ich aber sicherlich eines schönen Tages, da haben wir es wieder, mal tun werde. Dementsprechend wollte ich ursprünglich die ersten 3 haben, aber habe gedacht, wenn man den vierten Teil, den habe ich auch beim Stöbern, als ich Mass Effect gefunden habe, für 10 Euro neu gefunden, habe ich gedacht, komm, dann machst du dieses Franchise gleich komplett, sind allesamt coole Spiele. Viele wissen es vielleicht noch nicht, das wird immer noch als Zelda für Erwachsene gehandelt. Wie nennt man das? Metroidvania, 3D Metroidvania. Die sind die ja allesamt, weil ihr schaltet im Laufe der Zeit, also ihr kommt in Bereiche, verschiedene, so Open World Hubs, beziehungsweise, ich glaube 2 war sogar schon wirklich Open World und 3, also es sind eigentlich immer so Open Worldigere Gebiete, die so ein bisschen begrenzt sind, nicht riesig. Aber es gibt immer Gebiete, wo ihr zu Anfang noch nicht weiter könnt, später dann Fertigkeiten bekommt und dann später zurückkehren müsst, um die Bereiche doch noch zu besuchen. Sind eher nicht so bunt fröhlich, haben aber auch kein lebensechten Ziel, sag ich mal so. Gerade mal Darksiders 2 hatte eher so ein bisschen Comic-Look. Darksiders 3, könnt ihr euch denken, war für mich besonders interessant, weil weibliche Protagonistin mit Fury, weil wir spielen die Reiter der Apokalypse übrigens. Wir haben Krieg, wir haben Tod. Ich weiß gar nicht, wer Fury ist. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie dieser Mensch heißt und wer er ist. Aber das sollen irgendwie Reiter der Apokalypse sein. Und keine Ahnung. Ich glaube, das sind Titel, die kennt inzwischen jeder. Habe ich mir allesamt für die Xbox gegönnt, weil sie dort, glaube ich, günstiger zu haben sind als auf der PlayStation, beziehungsweise ich habe bei eBay gestöbert und dann waren die Xbox-Varianten halt allesamt günstiger. Die ersten drei Teile habe ich tatsächlich allesamt beim einem Verkäufer, der mir dann auch noch Versandrabatt geboten hat, gekauft. Und den hier gab es tatsächlich neu für 10 Euro bei Amazon. Wenn der immer noch da verfügbar ist, haue ich euch den Link vielleicht in die Videobeschreibung, falls ich dann denke. Ansonsten, ich glaube nach wie vor alles tolle Titel, die man spielen kann. Selbst Genesis hat, glaube ich, jetzt keine großartige Kritik erfahren. Gilt, glaube ich, auch als tolles Spiel. Weiß ich jetzt momentan gerade gar nicht, aber ich weiß, dass die drei allesamt durchaus... Also, was heißt, ich weiß, dass sie durchaus spielbar sind, weil ich sie alle drei schon gespielt habe. Ich weiß aber auch, dass kein Titel davon wirklich schlecht ist. Und damit habe ich quasi wieder zum aktuellen Zeitpunkt ein komplettes Franchise im Regal, wovon ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, Genesis habe ich, glaube ich, noch nicht mal digital. Die drei habe ich alle digital, ne? Ihr kennt das ja vielleicht inzwischen. Spiele, die mich begeistern konnten, die ich auf Steam habe oder irgendeiner anderen, irgendwie andersartig digital, kaufe ich mir gerne nochmal irgendwann fürs Regal. Und dementsprechend diese 4 bleibt fraglich, ob da bei THQ Nordic bzw. der Embracer Group noch ein vierter Teil in Planung ist. Ich weiß auch gar nicht, wir haben hier den ersten. So, hier haben wir Virtual Games, die gibt's schon gar nicht mehr. Dann haben wir Gunfire Games. Dann haben wir wen hier? Nochmal Gunfire Games, 2 und 3. Und das hier hat wieder irgendein anderes Team gehört. Ich brauche echt bald eine Brille, ich kann das nicht mehr lesen. Naja, so viel zum Thema Xbox. Und zum guter Letzt kommen wir zu einem Spiel, das ich auch schon im Regal hatte und aus Gründen, die ich nicht mehr weiß, wieder verkauft habe. Aber nachdem ich mir ja im letzten oder vorletzten Neujahr in der Sammlung ziemlich viele Teile dieser Reihe für PlayStation 2 und so gekauft habe, wo immer noch ein Titel aussteht, wie mir gesagt wurde, nämlich, ich weiß nicht, ein Titel fehlt mir noch, um dieses Franchise zum aktuellen Zeitpunkt auch zu vervollständigen. Dementsprechend habe ich mir nochmal Gran Turismo 5. Wieder für die PlayStation 5 geholt. Ich glaube, zu Gran Turismo 5 muss man jetzt nach 6-7 Jahren gar nichts mehr sagen. Mit dieser Fassung kam, glaube ich, Raytracing dazu, kam eine Eco-Perspektive dazu, etwas aufgehübschtere Grafik, begleitet uns in diesem Fall schon die dritte Konsolengeneration, weil es auf der PlayStation 3 ursprünglich rauskam, für die PlayStation 4 nochmal überarbeitet wurde und nochmal für die PlayStation 5, Cash Grab Deluxe. Hätte ich natürlich jetzt nur so regalmäßig auch die PlayStation 3 Fassung nehmen können, weil ich da ja Gran Turismo, Grand Theft Auto 4 habe.
Aber mir fehlt halt irgendwie, ich glaube, Liberty City Stories für die PlayStation 2 gibt es, von dem ich nichts wusste. Das fehlt mir noch, um diese Reihe zu komplettieren. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gespielt, weil ich habe 1 gespielt, ich habe 2 gespielt, ich habe 3 gespielt, ich habe Vice City gespielt, ich habe San Andreas gespielt. San Andreas braucht übrigens mal so ein richtiges Remaster. Ich habe 4 ein bisschen gespielt und 5 wahrscheinlich am meisten. Noch kein Titel davon durch, weil die sind ja doch relativ zeitintensiv. Ich habe übrigens GTA 1 und 2 für die PlayStation 1 auch physisch im Regal, finde ich sehr geil. Und GTA 1, Fun Fact, für den PC ist mein erstes Vollpreis gekauftes Big Box Spiel für den PC und die Edition habe ich immer noch. Ich weiß jetzt gerade nicht wo, ich kann es euch nicht zeigen, aber ich habe noch die Big Box mit der Karte der Stadt und sowas, dieses isometrische von oben top-down. Der erste Teil ist schon ikonisch, ist halt einfach, ja, Kindheit, Jugend so ein bisschen. Und ja, sollte uns dann eine ganze Weile begleiten. Und das war's so an dieser Stelle auch. Ihr dürft mir wie immer in die Kommentare kloppen, was ihr dazu zu sagen, zu schreiben habt, wenn ihr irgendwas dazu zu schreiben habt. Also ich freue mich immer über Kommentare. Das ist so die Währung, mit der ich hier am liebsten interagiere auf YouTube. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben, da freut sich YouTube angeblich auch drüber. Ihr könnt auch einen Daumen runter geben. Ihr macht das ja sowieso. Aber wie gesagt, über Kommentare freue ich mich. Und ansonsten an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr dieses konsumiert jetzt gevideot habt, wie ihr dieses Video jetzt konsumiert habt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.